Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, live aus Berlin. Ich befinde mich heute in Charlottenburg und ich treffe mich heute zum Lunch, wie man auf Neudeutsch sagt, zum Lunch mit meiner guten Freundin Jamila Rowe. Ja, und wir werden jetzt schön ein bisschen was essen, ein Bierchen möchte ich gerne auch trinken. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Bin ich jetzt falsch? Ich bin ganz flochenschund. Ciao, Schatz. Hi. Hast deine Tochter mitgebracht? Wir haben uns mal gesehen im Lafayette letztes Jahr. Ja, weiß ich. Sag mal hallo. Hallo. Oh. Ja, ist ein Mann, sagt sie. Ja, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, aber in Frauenkleidern. Verrückt, oder? Ich habe dich echt noch nie gesehen als Mann. Das stimmt. Ich möchte dich jetzt auch mal als Mann Soll ich dir mal ein Foto zeigen? Ja, warte mal. Erstmal sagst du kurz hallo und dann machen wir nochmal kurz Stopp. Sag mal hallo. Wer war das denn? Hast du jemanden gewinnen? Meine Steuertante. Das ist deine Steuertante? Ich mache auch Steuern. Du machst auch Steuern? Hier vorne hat sie ihr Büro. Hast du einen Späti gleich ums Eck? Kannst du das Bierchen noch abends holen? Ne? Der macht um 19 Uhr zu. Das ist aber dann kein Späti. Nee, aber ein Späti ist vorne an der Ecke. Ah ja, okay, aber verstehe. Aber sitzen immer die ganzen Suppis, ne? Mhm. Du hast eine Cola bestellt. Ja. Und die kleine Jada, du gehst gleich rein am Handy spielen oder bleibst du hier bei uns, Schatz? Nee. Ist dir egal. Genau, dann lernst du von der Mama mal kurz, wie man professionelle Interviews gibt. Und dann werden wir jetzt aber noch schön was essen. Ich habe nämlich ein Hüngerchen mitgebracht. Okay. Ja? Ja? Eigentlich brauche ich zum Lesen eine Brille. Und die Lesebrille liegt oben auf meinem Bügelbrett. Ach das heißt, so. Du musst mir vorlesen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich lese dir gerne vor. Ich will nicht, dass sie geraucht wird, sonst will ich. Dann geh rein. Da hast du recht. Geh doch rein und hol dir deinen Hat sie recht, die kleine Maus. Verdammt. Warum muss ich mit dir das Video machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir kennen uns jetzt schon recht lange. Ja, seit 4 Jahren, 5 Jahren wird es sein. Ja. Und man kennt mich in Berlin als Mutter aller Luder, wobei ich gerade dabei bin, mich von dem ganzen Luder-Thema zu distanzieren und viele Dinge nicht mehr zu tun und viele Dinge auch sehr kritisch zu sehen. Also man sieht mich nicht mehr halbnackt oder oben ohne oder transparent irgendwo rumrennen. Ich laufe ganz selten nur noch über irgendwelche roten Teppiche. Ich gehe zu ganz wenig Veranstaltungen. Warum? Wirst du nicht mehr eingeladen oder willst du nicht? Nee, ich werde eingeladen. Ja. Und das Problem ist nur, für mich ist es vertane Zeit. Ich bin jetzt 48 Jahre und ich sage mir... So alt bist du schon. Mit 48 habe ich keinen Bock mehr, abends über irgendeinen roten Teppich zu laufen, mich fotografieren zu lassen, blöde Fragen zu beantworten. Es sind seit 10 Jahren auch immer die gleichen und selben Fragen. Was wirst du da gefragt? Frau Rowe, warum sind Sie Single? Wieso? Ach Gott. Weshalb? Hallo, ich bin 48. Ja? Ich bin kein It-Girl, ich bin eher eine It-Oma. Ja? Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn könnte schon selber Kinder haben. Dein Sohn ist 17 und heißt... 19. 19. Und wie heißt der? Mein Sohn ist 19, heißt Jeremy und... Das ist die kleine Jada, die ist 7 jetzt. Da hast du aber nochmal spät irgendwie nochmal... mal gedacht, kriegst du noch mal ein Kind oder was? Meine, nee, das hat sich durch Zufall ergeben. Ja, wir haben 2012 gedreht, das erste Mal zusammen für mein Magazin Attraktiv, das Star-Magazin. Da waren wir hier irgendwo auch ums Eck, ne? Stellt euch vor, ich sitze gerade immer noch im Café mit der Jamila Rowe. Na, gucken wir mal rein, wie es da eigentlich weitergeht. Nee, nein, um Gottes Willen, nein, ich bin ja ganz froh, dass wir uns heute, wir sind ja wahnsinnig gute Freunde, wir kennen uns ja vom Fashion Night Cocktail vom Julian Stöckel, erinnerst du dich noch? Da war ich nämlich so eine ganz schöne Queen am roten Teppich und du hast gedacht, meine Brüste sind echt. Genau. Ja, das ist unecht natürlich, ne? Wie bei dir, ja bitte. Aber ist da auch, ist was drin. Ist auch Silikon, ja. Ah, aber die kann man rausnehmen. Ach so. Das ist... Aber was machst denn du eigentlich so beruflich? Das ist da auch so eine Frage, die dich ja wahrscheinlich alle fragen. Weil das verstehen ja Menschen nicht, die einen normalen Beruf haben, was wir eigentlich so machen. Normaler Beruf, ja. Naja, normaler Beruf ist ins Büro nicht. Gehen, ja, 5 Tage die Woche. Ja, hast du hätte nicht. Ich mich schon erschossen oder irgendwo erfangen, wahrscheinlich. Ich habe dich neulich das letzte Mal im Fernsehen gesehen. Aha. Da warst du, war das nicht irgendeine OP-Geschichte auf Exklusiv? Meine Brust, ja. Kapselfibrose ist, wenn sich das Eigengewebe, was um die Kapsel sich drum
praktisch befindet, wenn das anfängt, sich zu verhärten und so stark verhärtet, dass es anfängt, sich dann irgendwann zusammenzuziehen, das ganze Implantat sich verformt, sich verformt, so ist es auch bei mir schon in dem Stadium und deswegen muss es raus. Und dann, aber warum, aber muss dann wieder was Neues rein? Ja, warum, dann kann ich ohne Brüste rumrennen. Naja, du hast ja auch Naturbrust. Da ist nicht mehr viel. Wenn jetzt, das ist meine vierte OP, wenn jetzt die Implantate raus wären, dann würden die wahrscheinlich hängen bis sonst wo und da ist nicht mehr viel drin. Okay. Ich war mal ein B, jetzt bin ich ein G. G? G, ich habe 650 Gramm jede Seite. Das hast du mir schon mehrmals erzählt, genau. Das stimmt. Aber G, ich meine, kriegt man da überhaupt irgendwie BHs? Wie, aber dann lässt du dir nur auf einer Seite was mal Neues Balge. Haben? Beide. Und dann aber dann auch wieder so groß? Oder ja, noch ein Tick größer, glaube ich. Ach, hör auf. Na, pass auf, immer wenn ein Implantat entnommen wird, geht Eigengewebe verloren. Das heißt, das Eigengewebe muss durch Implantatgröße mit aufgefüllt werden. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn 650 Gramm rausgehen, kriege ich mindestens 700 rein. Okay. Jede Seite. Na das heißt gut. 1400 Gramm. Aber ist okay damit. Ja, du, mach was du willst, Schatz. Ne? Ich habe mein Leben lang sowieso Rückenprobleme. Also. Was kostet sowas? Ich glaube, um die 8000 Euro. So viel? Mhm.